song. Bellraven. Bellraven song. It's over here. It's over here. Is that? Oh gosh. Es gibt zu viele Tore. Zu viele Runen, zu viele Wege. Wir müssen jetzt den Song hören. The forest. Where? Which forest? Forest in the wilds. The wilds. She left England. She went to the wilds a long time ago. Why did she go to the wilds? She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't beat her own darkness. She wanted to marry Dillian. She dreamed to beat her own darkness and marry Dillian. But she didn't work. She thought her curse would affect him. She thought her curse would spread to him. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. Okay, wir sind also einfach verflucht und können nicht so leben, wie wir es gerne wollten. Und können nicht lieben, wen wir wollen. Aber lieben trotzdem und sind deshalb hier. Und bekämpfen diese Verwirrung. Ich weiß nicht, ob ich so rum durch das Tor gehen muss. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht das Richtige. Denn hier zeigt keiner von den Figuren auf das Tor. Okay, wir sind einmal ein bisschen im Kreis gegangen. Gehen wir mal hier oben hin. Er zeigt. Das sind wir schon durchgegangen, oder? Wenn wir jetzt nochmal durchgehen, ist es weg. Und wenn wir jetzt nochmal durchgehen, ist es wieder da. Oh. Es ist so smooth gemacht einfach. Ja genau, hier waren wir schon. Und da müssen wir irgendwie von der anderen Seite. Was uns eigentlich nichts bringen würde, weil wir ja schon auf der Plattform da waren. Und deshalb müssen wir eigentlich nicht nochmal die Brücke dahin machen. Okay, hier ist noch ein Tor und er zeigt hier. So, hier wäre keine Brücke da und hier auch nicht. Dadurch ist aber dieser Balken aufgetaucht. Nice. Also bisher bin ich echt einfach super begeistert von dem Spiel. Auch wie die Kamera sich bewegt. Die bewegt sich so ganz natürlich. Und auch wenn wir zurückgehen und so hin und her hopsen und so. Das geht einfach richtig, richtig gut. Hier müssen wir nicht balancieren. Aber wir dürfen uns auch nicht unendlich umgucken. Okay. Dieser gute Herr zeigt nicht auf irgendein Tor. Dieser hier schon. Bisher haben wir den echten Bellraven noch nicht gesehen. Hier müssen wir gar nicht rüber. Das ist nur ein Fake. Das hier ist kein Tor. Ah, hier können wir jetzt aber diese Brücke runter machen. Dann sind wir bei dem Rückweg einfach ein bisschen schneller. Aber wir schauen uns erstmal hier um. Da ist noch eine schöne Treppe. Und hier zeigt er ja auch hin. Eine Leiter. Okay, hier verschwinden diese Runenteile. Gehen wir mal
nicht durch. Er zeigt auch nicht darauf. Oder sind das hier zu viele? Zu viele, zu nah dran. Müssen wir einmal durchgehen und dann... The Ravens? Oh Gott, ich kann wirklich nicht denken. In cold winter woods, she no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. Almost. But she remembered Dillian's words. She remembered her promise. She resolved to fight on. All right. And kill that which had become a part of her. Ich denke mal, es ist gut, dass diese Teile jetzt weg sind. Ich glaube nicht, dass wir die kombinieren können, weil die auch so stark im Wind wehen. Und Federn haben. Vielleicht meinen die Stimmen das mit Ravens. Dass das hier eigentlich Raben sind, Gehilfen von Valraven. Und uns so eigentlich nur verwirren wollen. Und jetzt haben wir die sozusagen eliminiert. Okay. Dann können wir jetzt, glaube ich, darüber gehen, weil es waren ja so links und rechts zwei echte Valravens, die uns irgendwas angezeigt haben. Aber ich sehe noch einige Teile mit Federn. Eigentlich alle. Aber naja, wir erkunden weiter. Da oben ist er. Boah, es sieht so cool aus. Und hier waren wir ja auch eben eigentlich schon, falls ich mich richtig erinnere. Von da kommen wir. Hier können wir durch. Und es gibt ganz viele Wege. Da können wir durch. Hier können wir hoch. Diese Tür können wir aufmachen. Bevor ich das vergesse, mache ich das glatt. Und dann gehen wir erstmal hoch und schauen, was da ist. Falls wir da weiter können, sieht gerade nicht so aus. Focus. Bei dem Tor waren wir auch noch nicht, glaube ich. Oder doch, waren wir. Oh, ich finde das schön, dass man so einen Moment der Stille bekommt, wenn man sich fokussiert und die Stimmen ganz leise werden. Ich sehe hier aber nichts, was wir richtig fokussieren können. Ich gehe mal durch diesen kleinen Geheimgang da unten. Noch ein Teil der Geschichte. The Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree and he stabbed himself with a spear and he dedicated a sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink. And at last, he saw the runes below him. He gave a cry and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. 9 lange Nächte für 16 magische Zeichen. So wurden die Runen von Odin entdeckt. Mit Schmerz. Und über eine lange Zeit hinweg. Von Leid. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Aber irgendwie müssen wir da oben ja hinkommen.
Können wir hier vielleicht irgendeine Brücke herbei illusionieren? Vielleicht mit diesem Tor, ich versuche das mal. So, da oben. Ja, jetzt ist da eine Mauer. Und weil wir die Tür an der Seite schon aufgemacht haben, kommen wir da jetzt auch rein. Haha. Ich habe mich eben schon gefragt, warum diese Tür da ist. Aber das ergibt natürlich Sinn. Weil Raven ist schon wieder verschwunden. So. There's three. Es sind nur noch drei übrig. Und das sind dann wohl die drei richtigen. So naive to think she could banish it on her own. The further she saw into the darkness, the more she struggled to see anything at all. And the glow. The smallest hints of shape, sound, thought, grow in strength until they consumed her whole. Before she knew it, the darkness had her in its claws. Wir hätten uns ja auch irgendwie denken können, dass das die drei Teile sind, die wir brauchen, da sie direkt vor der Tür hängen. Was macht... Don't. Ich glaube, ich gehe lieber nicht durch. Die Stimmen haben gesagt, don't. So, wenn wir hier davor stehen müssen, haben wir hier diese schöne Brücke. Ich frage mich, ob man dieses Rätsel nur so lösen konnte. Oder ob man direkt das hier machen kann. We did it. There is no such thing as victory when it comes to the darkness. It's like it doesn't want to kill. Yet, it will gnaw at her, biding its time. Only when she is at her weakest will it strike. Will she find Dillian before her time comes? Tja, werden wir Dillian finden? Und ist es dann nicht schon für ihn zu spät? Ah, dieses Spiel! Yes! Yes! Oh, es sieht nach Arena aus. Und ich sehe Tore. Eins, zwei. Alrighty. Also nochmal dasselbe Spiel. Ist okay. Overcome Valravan's final illusion to face him in his keep. I know you can do it, Senua. You have the sight. We both see the darkness. We can fight it together. Die männliche Stimme, die jetzt zu uns spricht, ist ja Druth, den wir da vor dem ersten Tor getroffen haben. Aber ich weiß nicht genau, wer er ist und was seine Funktion ist und ob er uns Gutes zuspricht oder nicht so Gutes. Er scheint ja auch nur eine Art Illusion zu sein oder eine Erinnerung oder ein Geist. Aber anscheinend kennen wir ihn. Aus unserem normalen Leben. Und was tut dieses Tor? Es leuchtet, das heißt, es hat eine Wirkung. Aber was? Ich gehe einfach mal durch. Speak to me, Drew. Tell me a story. Senua, listen.
I will tell you the tale of a man called Findon. The Northmen captured Findon's sister, and his father sent him to pay for her release. But they took his gold, put him in chains, and held him for a day and a night without food or water. Then they released him. I don't know why. Upon his return, his father's enemies in Erin set fire to his home. His father burnt to death, and his brother was killed. But he escaped with sorrow in his heart. His father's enemies offered redress for his loss and invited him to a feast. It was at a hall near the sea. But when he went there, they betrayed him to the Northmen, who enslaved him and took him to hell. 6 years later, his slave masters landed on the shores of Orkney, burning all before them. And into that fire, Findon made his escape. What was Findon burnt away that day? But from the flames, a new man stepped forward, and Druth was born. Druth, the man that I am now. And though Findon never set eyes on his dear sister again, I, Druth, have found you, Senua. I wish you could have seen my home before these dark times. Also kennen wir Druth doch nicht aus dem vorherigen normalen Leben, sondern er ist auch eine Art magische Person. Und hat auch sehr viel Leid durchlebt. Es sind wirklich sehr dunkle Zeiten gerade. Und ich frage mich, ob dieser Ort hier früher Senuas Zuhause war. Eigentlich ja schon, weil sie ist ja zurückgekehrt, wurde uns am Anfang gesagt. Aber dass jetzt hier die Götter sind und alles so dunkel ist, ist echt... Scheiße. Ist der Eingang versperrt? Nein. Aber wir müssen da oben zum Nest. Wie kommen wir da denn hin? So, da sind wir eben rumgegangen. Und wahrscheinlich müssen wir diesen Ast nehmen, oder? Ich weiß nicht, ob der schon vorher da war. Mal schauen. Kommen wir hier hoch? Nein. So. Ah, vielleicht doch nicht dieser Ast, weil da so kleine Äste drauf sind. Und nochmal durch das Tor gehen müssen wir wahrscheinlich auch nicht. Nee, dadurch haben wir ja diesen Ast links hergebracht. Dann vielleicht doch den anderen Ast, von dem wir gerade weggelaufen sind. Nämlich der hier. Der. Dieser Ast. Und eigentlich standen wir halt schon gerade da hinten. Ey, aber gehen wir einfach mal zurück. Ist ja kein Problem. Denn von hier wird uns auch der Weg zum Nest versperrt. So, jetzt kommen wir hier rüber. Und hier wird uns auch der Weg versperrt? Fragezeichen. Müssen wir noch irgendwas tun? Von da oben sind wir ja runtergesprungen.
Schauen wir noch mal durch das Tor. Was tust du? Ah, okay. Ah, damit ist der Balken hier weg, aber wir können hier runterspringen, oder? Ich dachte eigentlich immer, wenn hier irgendwo so ein Seil an einem Stein ist, können wir da runterspringen. Aber jetzt... können wir auch einfach so runterspringen. Und hier diesen schon bewanderten Ast nehmen. Zum Nest, wo Valraven schon nicht mehr ist. Und ich balanciere. Nein. Sehr, sehr cool gemacht. Hallo. Es ist echt gemütlich hier. Didn't end well in the wilds. It never does. You think you can overcome the darkness, make sense of it, and once relief settles in, it strikes out of nowhere, throwing you helplessly back into the maelstrom, drowning the mind in fear, deeper, deeper. Dragging you down so far into the void that maybe this time there is no coming back. But there, in the darkness, and she remembered what he told her. Hear me. Reach out to me. Senua, take my iron mirror. Look into it, for it is a window into the underworld. Within, you will see the face of the darkness that you fear. And if you focus, like I have taught you to, you will also see that as much as the darkness has you trapped within its veil, it too is trapped within yours. Focus! 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 I see you now! You led me to the wilds! You trapped me there. Und das ist der Kampf gegen Valraven. Block, block. Attack. Oh. Ich blocke. Ich komme kaum zum Angriff. Aber doch schon. Oh mein Gott. Nein. Wie kann ich mich dagegen wehren? Gegen einen... Oh Gott. Wow. Get up. Nicht sterben. Der Ton war gerade weg. Ich versuche einfach ganz viel zu blocken und vorsichtig zu spielen. Oh, das ist... Ah, ich habe geblockt. Das ist nicht mehr er, oder ist das seine andere Form?
Nee, das ist nicht mehr er. Ich blocke ein bisschen zu spät. Boah, aber das sieht so gut aus. Sehr nett, dass der gewartet hat, bis ich mit dem anderen fertig bin. Da ist er wieder. Ich werde nicht sterben. Oi! Nice! Timing ist echt wichtig. Ah, zu früh. Ah, stopp, stopp, stopp. Ah, yes. Ah, da hätte ich ihn angreifen können. Kann ich immer noch, nice. Schon wieder geschafft. Oh, nice! Und spring! Ja. Ah, oh, schon wieder zu früh. Oh, yes! Das fühlt sich so cool an. Nearly there. Er verpisst sich wieder. Ich kann keine Treffer mehr einstecken von diesen laschen Boys. Drei! Keine weiteren Treffer. Ich muss ein bisschen... Ich muss weg. Oh. Get up. Scheiße. Ich war richtig umzingelt. Nicht gut, nicht gut. Oh, jetzt sind wir hier schon zweimal gestorben. Aber jetzt können wir den bestimmt schneller und besser besiegen. Ja, verpisst du dich wieder, hm? Okay, die muss man immer mit einem Block anfangen, irgendwie. Und Heavy Attacks sind ziemlich langsam. Kann ich mich wegbewegen? Wir haben schon zu viele Treffer eingesteckt. Nein, ich habe gelockt. Nein. Oh, das ist gar nicht so einfach. Scheiße. Oh, das Timing ist so mies. Godillion. Ja.
Stirb, stirb, stirb. Keiner braucht dich. Ich habe geblockt. In meinen Augen. Oh yeah, rein. Come on, Senua. Oh. Ja, jetzt sind wieder drei auf einmal, denke ich. Die Stimmen helfen mir echt sehr mit dem Block. Ah! Den richtigen Gegner zu fokussieren ist ziemlich blöd. Not again. Oh. Die sind zu stark, Mann. Kacke. Schon dreimal gestorben. Moment. Combat difficulty. I'm sorry. Ich probiere mit easy. Das ist mir gerade einfach ein bisschen zu hart. Und ich würde echt ungern zu oft sterben. Vorher war die Schwierigkeit auf Auto. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ob sich das Spiel an mich anpasst, dann wäre es wahrscheinlich auch schon auf Easy. Hört auf! Also, wenn ich... wenn ich blocke, während ich den anderen Gegner gerade fokussiere, funktioniert das nicht immer. Sogar auf easy ist es noch zu schwer. Ich frage mich, wie oft wir sterben dürfen. Don't let them behind you. Dann soll ich sie auf mich zukommen lassen. Soll ich mich in die Ecke drängen lassen?
He's defeated. Nice. Oh. Zu früh geblockt. Zu spät geblockt. Du Nackidei. Gott. Mein Gott, dieser Block ist echt unglaublich gemein. Er wird ein bisschen blau, oder? Okay, wir stellen uns wieder an die Wand. Das finde ich aber gar nicht gut. Ich gehe nicht zu weit rein. Der eine ist schon stark verletzt. Und es sind diesmal nicht drei, wahrscheinlich, weil wir das jetzt auf easy haben. Zwei sind machbar. Oh, links ist noch einer. Das sind jetzt drei. Tschüss, tschüss. Hört mal auf! Ich kann gar nichts machen! Ich kann nicht mal mich wegbewegen, weil die ganze Zeit angreifen. So. I'm not weak! Flip off! Lass mich meinen Kampf gegen den Gott alleine machen. I did block though. Er ist schon fast weg. Focus. Ah, falscher Knopf. Kacke. Yes. I never beat you in the wilds, did I? It was an illusion. But not this time. The mark of Valravn, one of the keys to the gate to Helheim. Hold it in your mind's eye. With every battle, the darkness grows stronger. Every victory, bringing her closer to defeat. Unfair, isn't it? In those dark winter nights in the wilds, there were times when she considered letting go.
If it weren't for Druth, a chance encounter in the wilds, she would not have heard his stories of the Northmen. And she would not have this chance to find Dillian's soul.